Leute, was gibt es Schöneres als einen richtig guten Kaffee? Also bei mir gehört der absolut zur Alltagsroutine. Trinke ich mehrfach am Tag. Aber man muss leider auch zugeben, Kaffee gehört zu den klimaschädlichsten Getränken überhaupt. Deshalb will ich wissen, gibt es da vielleicht auch geilere Alternativen? Ausschauen tut's wie normaler Kaffee, ne? Ja. Und zwar welche, die genauso wach machen, also auch Koffein haben. Das grüne Koks. Also schmecken tut's so überhaupt nicht. Oder auch etwas, was einfach an diesen Kaffeegeschmack rankommt. Mal gucken, ob sie drauf kommen, dass das eigentlich kein richtiger Kaffee ist. Das ist kein Kaffee. Nein, ist kein Kaffee. Das ist kein Kaffee. Was denn dann? Die Frage ist, machen die mich am Ende genauso wach? Schmecken die genauso gut? Also das kannst nicht trinken. Das ist eine Frechheit. Und sind die Alternativen am Ende wirklich besser fürs Klima? Bei meiner Suche bekomme ich Unterstützung von Uli Niedersteiner. Er ist Chef einer Rösterei in Stein an der Traun und wird heute mit mir zum ersten Mal was anderes rösten als seine Kaffeebohnen. Noch ist Uli skeptisch, ob Alternativen da mithalten können. Du machst es mir immer schwerer mit den Alternativen. Merkst du das? Das ist ja, also das ist schon. Weißt du, das ist, oder? Das ist ein Geruch, das ist ein Duft. Schau, wie du grinst, wie ich grinse. Man kann nicht anders. Ja. Und das ist so ein bisschen irgendwie auch das Geheimnis. Naja, vielleicht kann man doch anders. Ja, das wollte ich dir noch einmal in die Nase geben. Okay. Also, das ist die Benchmark, die versuchen wir jetzt zu erreichen. Es gibt ja einige Sachen auf dem Markt, also die ja auch wirklich schon lang da sind. Ne, nach dem Krieg, da war kein Kaffee da und da musste man andere Ersatzstoffe auch schon nehmen, Zikorien, Eicheln und, diese ganzen Sachen. Lass es uns ausprobieren. Laut Kaffeekonsumstudie des Deutschen Kaffeeverbandes liegt der Pro-Kopf-Konsum von Kaffee bei unglaublichen 169 Litern im Jahr. Dabei ist unser geliebter Kaffee leider richtig schlecht fürs Klima. Ein Kilo Kaffeepulver verursacht insgesamt 5,6 CO2-Äquivalente pro Kilogramm. Im Vergleich mit anderen Getränken wie Bier, Wein und Orangensaft also deutlich mehr. Nur Kakaopulver ist annähernd so schlimm. Der krasse CO2-Fußabdruck von Kaffee hängt damit zusammen, dass die Produktion viele energieintensive Schritte beinhaltet. Etwa 10 Monate brauchen Kaffeekirschen, bis sie reif sind und geerntet werden können. Je nach Verarbeitungsmethode müssen die Kirschen aufwendig geschält und getrocknet werden. Danach wird die rohe Kaffeebohne mit dem Frachtschiff zu uns nach Deutschland geschippert. Neben dem aufwendigen Anbau und der Ernte fällt vor allem noch die Mahlung und die finale Zubereitung bei uns zu Hause ins Gewicht. Übrigens, ein Kilo Kaffee im Einzelhandel fängt bei ca. 10 Euro an und kann bis zu 85 Euro kosten. Eine klimafreundliche Geschmacksalternative soll die Lupine sein. Eine Hülsenfrucht, die bei uns in Deutschland wächst, mit 8,50 Euro pro Kilo relativ günstig ist und durch das Rösten angeblich wie Kaffee schmeckt. Ich habe selbst tatsächlich noch nie Süßlupinen geröstet. Okay. Wird jetzt spannend. Ich auch nicht, aber. Aber schon verkostet mal, ja. Aber das heißt, vom Geschmack hast du so eine Idee, wie es schmecken könnte. Also, wir können hier auf ganzer Linie scheitern. Oder wir erfinden was ganz Großartiges, was du dann hinterher auch in dein Sortiment übernehmen kannst. Mal schauen. Ja, dann will ich natürlich Prozente. Für den Anfang wiegen wir 120 Gramm Bio-Süßlupinen ab. Das sollte reichen für eine Kanne Filterkaffee. Zum Rösten reicht ein kleiner Handröster von Uli. Als fertiges Pulver gibt's das Zeug natürlich auch. Ob das allerdings was kann, testen wir später. Jetzt erstmal vorheizen. Was ist jetzt das Geheimnis einer guten Röstung? Dass die Temperatur einfach nicht zu heiß ist. Also lang rösten bei kleiner Hitze. Okay. Können wir uns da jetzt auch irgendwie verrösten? Also kann da was schief gehen? Ja. Was kann passieren, dass man einfach den Punkt nicht trifft? Ja, das verkohlt. Und dann wird es einfach auch zu bitter schmecken. Pass auf, dann ich würde das jetzt mal aufmachen. Ja. Du gießt einfach mal hier rein. Jawohl, rein damit. So, und jetzt drauf. Und einfach kannst du gleich loslegen. Und ich nehme mal hier die Zeit. Ja, komm, lass mal schauen. Ein bisschen schütteln hier. Wir sind noch sehr hell. Ja. Aber ein bisschen schon? Ja, leichte Bräune. Aber da können wir schon mal Gas geben. Spannend ist tatsächlich ja auch an der Lupine, dass du es wirklich regional anbauen kannst. Ja. Ja. Also ich habe mich hier auch schon mit ein paar Bauern echt unterhalten auch. Also wir haben definitiv schon auch Gedanken in diese Richtung. Mhm. Aber Koffein ist kein Sprint. Nee. Das musst du dir anderweitig dann zuführen. Mhm. Tja, das ist der Downer. Denn tatsächlich haben alle Geschmacksalternativen leider kein Koffein. Morgens ohne Wachmacher geht für mich gar nicht.
Deswegen starte ich noch einen anderen Versuch. Hier drin sind jetzt meine drei hoffentlich Wachmacher, also die drei Alternativen zum morgendlichen Kaffee. Ich kenne das ganze Zeug noch nicht, deswegen bin ich ganz gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich teste Matcha-Tee, Mate-Tee und Guarana. Guarana. Jedenfalls so ein Pulver, das dann in Wasser oder, glaube ich, auch irgendeiner anderen Flüssigkeit aufgelöst werden kann. Erwachsene sollen täglich nicht mehr als maximal 3 Gramm, einen Teelöffel, auf die Mahlzeit verteilt mit viel Flüssigkeit einnehmen. Aber dann muss ja da ordentlich Bums drin sein. Riecht so ein bisschen muffig, ein bisschen wie Sägespäne, sieht auch so aus. Wachmacher Nummer 2. Premium Matcha-Tee, genau. Matcha-Tee war mir schon ein Begriff, aber ich bin eigentlich kein Teetrinker. Ach, ich bin Kaffeetrinker. Also ein bisschen halt wie grüner Tee. Aber es sieht nicht aus wie Tee, es sieht aus wie grünes Koks. Oh, jetzt habe ich es schon am Finger. Und Wachmacher 3. Der Mate-Tee mit fancy Becher löst bei mir auf den ersten Blick auch keine maximale Begeisterung aus. Habe ich auch schon mal getrunken, war ich jetzt nie so ein Fan. Trotzdem bin ich ja offen und lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Was ich mich jetzt aber schon frage bei meinen drei Produkten. Guarana kommt aus Brasilien. Der Mate-Tee kommt auch aus Brasilien. Und der Matcha-Tee, der kommt aus Japan. Das ist ja nun auch nicht gerade um die Ecke. Welche Rolle spielt also der Transport bei Kaffee, Tee und Co. fürs Klima? Das frage ich Professor Melanie Speck von der Hochschule Osnabrück. Sie beschäftigt sich mit der Klimabilanz von Lebensmitteln. Also das ist im Verhältnis zu dem, wie die Urproduktion ist, ist das nicht der ausschlaggebende Faktor. Denn trotz ähnlich weitem Transport schneiden Matcha und Mate in der CO2-Bilanz immer noch besser ab als Kaffee. Das liegt an der Produktion von Tee. Der liegt so bei 2,2 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Tee. Also das heißt, weniger als die Hälfte von dem, was eigentlich der Kaffee dann so an Emissionen rauspustet. Bei Tee habe ich ja sozusagen einzelne Blätter, die dann getrocknet werden und auch in einem ganz anderen Verfahren, wo viel weniger Energie in der Regel benötigt wird, weil viel niedrige Temperaturen angewendet werden. Auch Guarana bewertet die Expertin im Anbau besser fürs Klima als Kaffee. Zurück in der Rösterei passiert langsam was mit unseren Lupinen. Ah ja, schau mal. Ah ja, jetzt auf einmal wird's. Jetzt wird's. Ja komm, machen wir noch 2 Minuten. Ja, aber nimmer länger. Auf meine Verantwortung. Soll ja ein kräftiger Filterkaffee. Die Meini-Melange. 10 okay. Sekunden. Dann nimm du das schon mal Sieb. Ja. Ein paar bisschen noch. Das ist immer beim Kaffeerösten der Schluss. 10 Sekunden. Entscheide zwischen Himmel und Hölle. Okay, komm. Wow. Also, wenn das nicht wie Kaffee aussieht, nice. Aber. Ja, es riecht jetzt nicht so wie Kaffeebohnen. Es riecht relativ wenig, finde ich gerade. Wir sind aber auch noch nicht fertig, denn die Schale muss noch ab. Danach ab ins Mahlwerk. Und das sieht jetzt schon wirklich krass nach Kaffee aus. Und genauso brühen wir das Lupinenpulver auch auf. So, dann gibt es noch einen Verkostungslöffel von mir. Weil wir werden jetzt schlürfen. Ausschauen tut's wie normaler Kaffee, ne? Ja. Vom Satz her. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, müssen ja warten, bis der Kaffee abkühlt. Aber in der Zeit könnt ihr mal ein Abo dalassen, wenn ihr öfter sehen wollt, was wir für euch testen, zum Beispiel Kaffeealternativen. Wäre auf jeden Fall super, wenn das jetzt auch noch gut schmeckt. Denn fürs Klima sind die Lupinen laut Expertin richtig gut. Ja, die haben ja eine positive Wirkung. Das ist ja das Spannende an den Lupinen. Und die machen es möglich, dass Stickstoff sozusagen gebunden wird. Das ist so eine Art natürliche Düngung, denn sie werten sozusagen den Boden auf. Angepflanzte Lupinen können also den Einsatz von künstlichen Düngemitteln ersetzen, was wiederum den CO2-Verbrauch schont. Aber schmeckt die Lupinenalternative auch? Na, mal gucken. Let's go. Es geht los. Also ich finde, schmecken tut er. Also es ist ein kräftiger, würziger Geschmack. Ja.
was definitiv da ist, das ist echt so eine Süße. Probier mal. Also da denkst du ja schon, es ist ein Stück Zucker drin. Das ist wirklich krass. Es fehlt ihm so, sage ich jetzt mal, die Raffinesse. Da stelle ich mir jetzt zum Beispiel auch echt ein Gewürz drin vor. Mhm. Ja, wenn du vielleicht sagst, ein bisschen Kardamom oder vielleicht auch ein bisschen Zimt oder sowas. Also für unsere erste Röstung und so weiter. Ich finde, den haben wir jetzt vom Röstgrad nicht so schlecht getroffen. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass man aus so Lupinen dann doch sowas hier rausholen kann, wenn man weiß, wie Röstung richtig hinkriegt und so. Weil jedes Mal selber rösten für zu Hause mir viel zu viel Arbeit wäre, will ich mit Uli später noch ein paar gekaufte Kaffeealternativen testen. Ob die genauso gut sind wie unser selbstgerösteter? Aber vorher zurück zu meinen Wachmacher-Alternativen. An Tag 1 starte ich mal ganz simpel mit Guarana. Das ist im Prinzip nur Pulver zum Anrühren. Ich starte mit einem halben Teelöffel, also der Hälfte einer Tagesration. Die ist laut Verzehrempfehlung mit 3 Gramm streng limitiert. Wer mehr trinkt, kann Herzrasen bekommen. Zunächst probiere ich das Pulver pur mit Wasser. Also schmecken tut's so überhaupt nicht. Etwas bitter und so leicht pulverig immer noch. Und ansonsten schmeckt es eigentlich noch nichts. Geschmacklich, Katastrophe, das muss man, glaube ich, eher irgendwo reintun. Also in irgendwas, was schon Geschmack hat. Die Wirkung würde ich mit einem doppelten Espresso vergleichen, was mich bei meiner Koffeingewöhnung jetzt nicht umhaut. Die zweite Portion trinke ich nach einer Dusche dann mit einem Tee. Im Tee geht's eigentlich. Da ist die bittere Note fast weg. Nur so, ja, so ganz löst sich's nicht auf. Also so ein bisschen pulverig bleibt's einfach. Fazit: Begeistert bin ich nicht. Neuer Tag, neues Getränk. Jetzt gibt es Matcha-Tee. Da ist es wieder, das grüne Koks. Nehm ruhig mal ordentlich. Soll ja ballern. Jetzt muss ich das Ganze hier so schön mit diesem schneebesenartigen Gerät umrühren. Beziehungsweise so hin und her steht auf der Packung. Wahrscheinlich mache ich das hier total laienhaft. Ich glaube, hat sich schon aufgelöst. Das wäre ja ganz gut, weil dann geht's schnell. Doch ganz schön bitter. Vielleicht habe ich zu viel genommen. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde wegen der grünen Farbe, aber es hat eine gewisse Algigkeit. Man kann sich reintrinken, dann ist es doch nicht zu bitter. Ich nehme auch gleich noch eine Tasse, denn normalerweise trinke ich ja auch 2 doppelte Espressi am Morgen. Die Wirkung kickt plötzlich eine Dreiviertelstunde später. Ich bin wirklich ein bisschen flatterig. Weiß nicht, merkt man das? Zittert das Bild? Ich glaube, es zittert ein bisschen. Das ist ja irre. Vielleicht habe ich doch etwas überdosiert. Also es ist auf jeden Fall krasser als sonst, wenn ich meine 2 doppelten Espresso hintereinander trinke. Matcha-Tee macht auf jeden Fall wach und damit dieses Ziel erreicht. Geschmacklich liegt meine Hoffnung auf dem Mate-Tee. Hoffentlich wirkt dieser Wachmacher nicht nur, sondern ist auch noch richtig lecker. Aber erstmal zurück zu unseren Geschmacksalternativen. Ist bei den fertigen Varianten aus dem Supermarkt was Überzeugendes dabei? Hier, das ist so eine Mischung eigentlich. Das ist irgendwie so eine Kornmischung aus Gerstenmalz, Gerste, Roggen und Zichorie. Heißt das. Ja. Okay. Wusste ich doch. Und hier haben wir nochmal Zikorienkaffee. Der ist dann, glaube ich, etwas, also ist keine Mischung, sondern das ist dann, glaube ich, nur reine Zikorien. Genau. Und hier ist jetzt nochmal das Konkurrenzprodukt, das direkte zu dem, was wir gemacht haben, nämlich Lupinenkaffee. Alles klar. Dann haben wir 3 verschiedene. Was man natürlich sagen muss, diese ganzen Produkte, die wachsen im Prinzip auch hier in der Region. Fürs Klima ist jedes Produkt hier besser als klassischer Kaffee. Aber schmecken müssen sie natürlich auch. Vor allem, weil für kommende Woche noch ein großer Versuch ansteht. Eine Kaffeealternative will ich dann als Meinis Spezialkaffee zur Blindverkostung anbieten. Die wissen gar nicht, was sie dann trinken. Und mein Ehrgeiz ist natürlich, denen einen vermeintlichen Kaffee hinzustellen, den sie für echten Kaffee halten. Aber es ist dann einfach nur Meinis Magic Kaffeealternative. Also jetzt gilt's. Okay. Hier, wir fangen mal an mit dem Getreidekaffee. Okay. Boah, ey. Puh. Nee. Nee, 2 Löffel reicht mir.
Also du hast halt schon auch dieses totale, die Süße ist da von dem Getreide, ja, aber super leer und langweilig. Ne? Ja, also schmeckt ja einfach bitter, ja, und auf der Zunge hast du dann noch was Süßes, das war's. Ja. Also das kannst du nicht trinken. Sorry. So schlecht? Ja, ja, sehr schlecht. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Dieser zugegeben besonders günstige Getreidekaffee schmeckt uns überhaupt nicht. Die anderen Produkte sind teurer, vielleicht ja auch besser. Sikoria, let's go. Let's go. Farbe ist dunkel, gell? Mhm, total. Oh. Süß ist er auf jeden Fall, sogar sofort, muss man sagen. Ja, extrem. Hat aber auch so eine gewisse Würze. Ja, was du aber auch hast, das macht ja eigentlich Getränk auch immer spannend, es ist eine leichte Säure. Ja, wollte ich gerade sagen, die Säure. Ja, das sauer und süß ist immer ein bisschen Spannung im Mund. Dieser Nachgeschmack, der mir nicht gefällt, hat so ein bisschen was Erdiges. Kein Wunder, denn die Zikorie ist eine Wurzel. Der Geschmack ist interessant, überzeugt sind wir aber nicht. Womit wir wieder bei der Lupine wären, diesmal in der gerösteten Fertigvariante. Also ich erkenne es wieder. Ja, ich auch. Definitiv leichter geröstet wie unsere. Ja. Wir haben unseren feiner gemahlen, dadurch war unsere jetzt auch kräftiger, ein bisschen intensiver, ja, und ein bisschen dunkler geröstet auch. Vom Geschmack her finde ich ihn jetzt so auf Anhieb am besten von diesen dreien. Der kommt schon hin. Ich fand unseren jetzt, den wir gemacht haben, besser. Definitiv. Für meine Verkostung soll es also die Lupine sein. Allerdings von uns selbst gemahlen, um geschmackstechnisch alles rauszuholen. Ob es klappt? Gleich wird es spannend. Den schenke ich dir. Na, danke. Also, ciao. Guten Morgen. Ich brauche, wie ihr vielleicht seht, ganz dringend einen Kaffee. Aber es gibt keinen. Stattdessen ist heute der Mate-Tee dran. Zeig, was in dir steckt. Laut Anleitung muss ich ein paar Esslöffel Mate in den fancy Becher füllen, mit heißem Wasser übergießen, nicht lange ziehen lassen und dann 2-3 Schlücke trinken. Bitter, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Tee genommen oder zu wenig Wasser. Ist jetzt auf jeden Fall alles ausgetrunken, jetzt kommen die nächsten Schlücke. Der Clou, man füllt beim Mate-Tee immer wieder Wasser nach, dadurch wird es auch weniger bitter. Das ist, finde ich, hier vielleicht so ein bisschen der Nachteil an dem Mate, dass der sich verändert über die Trinkdauer. Also der Geschmack wird immer milder, wenn du Wasser nachgießt. Der erste Schluck schmeckt dich dann vielleicht gar nicht, weil er zu bitter ist, und der letzte ist dann irgendwie zu lame. Und noch was stört mich. Jetzt muss ich schon wieder nachladen. Das nervt mich ein bisschen. Mate-Fazit nach einer guten halben Stunde und einer Dusche. Ja, Mate wirkt, ist was drin, aber im Vergleich würde ich sagen, der Matcha-Tee, der schlägt alles. Kann auch an der Dosierung gelegen haben, aber ich habe mich ja immer an die Anweisung gehalten und Matcha ging durch die Decke. Wachmacher King ist für mich also der Matcha-Tee, auch wenn ich persönlich vom Geschmack nicht ganz überzeugt bin. Finale in Ullis Rösterei. Heute startet unser großes Experiment mit Meinis Spezialkaffee. Werden die Leute merken, dass sie keinen richtigen Kaffee trinken? Das Wichtigste ist natürlich Marketing. Das wird ein Renner, sehe ich schon. Zum Verkosten haben wir SchülerInnen aus einem benachbarten Internat eingeladen. Ich habe extra nochmal ungemahlenen Lupinen-Espresso gekauft und mit Uli an der Zubereitung gefeilt. Was meinst du, wie ist deine Erwartung jetzt auch nach unserer Verkostung? Ich schätze 2/3, 1/3. 1/3 wird es Kaffee und 2/3 ist nicht Kaffee. Ah, okay, also du sagst, die Mehrheit wird es erkennen. Ja. Da halte ich dagegen. Ich glaube, es fallen sozusagen mehr drauf rein. Okay. Und es halten mehr Leute das für echten Kaffee. Aber ich bin total gespannt. Und am Ende geht es ja auch darum, ob es den Leuten schmeckt. Deswegen lassen wir sie parallel noch darüber abstimmen. Los geht's. Hi. Pause. Wer bist du? Die Zara. Zara, ich bin der Meini. Hallo. Wie du auf dem Schild sehen kannst. Ja, ich hab's schon gesehen. Einmal Meinis Spezialkaffee, bitteschön. Okay. Zunächst bekommen alle von uns einen Espresso ausgeschenkt. Und? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ist, sagen wir mal, mindestens eine 3+. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht so, dass ich es mir nicht
dass ich den nicht trinken würde, ehrlich gesagt. Ist da Schokolade oder sowas drin? Oh, hast du gehört? Mein Kaffee hat sogar eine Schokoladennote. Kandidatin Nummer 1 ist schon mal nicht abgeneigt und viel krasser, sie hat nichts gemerkt. Willkommen. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du denn so am Tag? Tagsüber schon so 2 bis 3. Da schlage ich dich noch. Also ich trinke so ungefähr 4 Tassen am Tag. Ja, kommt hin. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel ihr trinkt. Wer ist von euch Kaffeekönig oder Königin? Das würde mich interessieren. So, aber jetzt steht euer Kaffee da. Probiert gerne mal. Okay. Erster Eindruck? Interessant. Also ist auf jeden Fall ein Unterschied zu anderen. Aber ich finde es angenehm. Also der ist nicht zu kräftig. Ich finde den Nachgeschmack sehr, sehr angenehm. Also nicht zu stark irgendwie. Ja, ist sehr gut. Ist jetzt nicht so bitter oder so, wie man es von anderen Kaffees kennt, sondern ist eigentlich echt ziemlich gut. Hat auf jeden Fall einen anderen Geschmack als sonst ein Kaffee, den ich trinke. Aber er schmeckt irgendwie gut. Er ist irgendwie nicht so bitter wie die anderen. Würdest du den nochmal bestellen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist auf jeden Fall, ich bin nicht so die Espresso-Trinkerin, aber ja. Ich finde, den kann ich sehr gut trinken. Heftig. Bisher hat niemand gemerkt, dass wir keinen echten Kaffee ausschenken. Jetzt kommt aber unser Endgegner. Schulleiter Sebastian Ziegler hat gestandene 40 Jahre Kaffeeerfahrung. Also geschmacklich hat er sich nichts vorzuwerfen. Also ich find ihn kräftig. Er hat auch eine bittere Note, die ich wichtig finde in einem Espresso. Mag ich. 40 Jahre Erfahrung beim Kaffeetrinken. Ja. Und trotzdem haben Sie nicht gemerkt, dass es kein Kaffee ist. Ist es kein Bohnenkaffee? Nein. Okay. Was ist es denn? Das ist aus Lupinen. Aha. Das ist kein Kaffee. Nein, ist kein Kaffee. Das ist kein Kaffee. Nein. Da wirkt gar kein Kaffee. Gar kein Kaffee. Was denn dann? Also, ich finde, das hat schon nach Kaffee geschmeckt. Mein Plan ist tatsächlich voll aufgegangen. Von insgesamt 19 Gästen hat niemand gecheckt, dass wir keinen echten Bohnenkaffee ausschenken. Das hätte ich nie erwartet. Ich kann es tatsächlich noch nicht fassen, dass niemand gesagt hat, es ist kein Kaffee. Und wie haben die TesterInnen abgestimmt? Alle konnten nach dem Espresso den Lupinenkaffee noch mal so probieren, wie sie ihn normalerweise trinken. Zum Beispiel mit Milch oder Milchalternativen. Von 1 bis 10. 1 ist eine Katastrophe, 10 ist bester Kaffee ever. 19 Leute waren da, haben probiert und abgestimmt. Und der Durchschnittswert 7,8. Ja, schau. Was ich aber richtig gut finde. Also, der ist gut angekommen. Es ist kein Koffein drin. Ja. Und das war auch immer so ein Downer, wenn ich das den Leuten gesagt habe. Dann haben die gesagt, dann ist es nicht so eine komplette Alternative. Vielleicht in der Früh mit normalen Anfangen, so über den Nachmittag noch mal sowas. Also ja, ich fand's gut. Danke für das Experiment auch. Ja. Danke dir. Ich wollte wissen, gibt es eine Alternative zu Kaffee? Und die Antwort ist jein. Also geschmacklich auf jeden Fall, wenn man so einen guten Lupinenkaffee erwischt, wie wir ihn hier heute hatten. Man muss sich natürlich ein bisschen durchprobieren, bis man den findet, dann geht's aber. Und die Wachmach-Alternativen, da muss ich sagen, habe ich persönlich leider keine richtig gute Alternative für mich gefunden. Muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Komplett auf meinen richtigen Kaffee verzichten werde ich zukünftig nicht, aber auf die eine oder andere Tasse auf jeden Fall. Denn ich weiß jetzt, ich kann den geschmacklich mit Lupinenkaffee hervorragend ersetzen. Und das ist nicht nur gut für mich, sondern auch fürs Klima. Wenn ihr häufiger sehen wollt, wie wir zum Beispiel solche Alternativen für euch auschecken, dann lasst uns unbedingt ein Abo da. Dann seht ihr zum Beispiel Reportagen wie diese, da geht es um Milchalternativen und hier um veganen Fisch. Und wenn ihr Wünsche habt, was wir für euch mal testen sollen, dann haut das unbedingt in die Kommentare.